Also, ich bin Karin Luglisch, ich arbeite beim Kaufland in Bad Cannstatt. Der Lebensmitteleinzelhandel gehört ja zu den Gewinnern der Corona-Krise. Die Umsätze sind gestiegen, die Arbeitsbelastung natürlich für die Mitarbeiter auch. Die arbeiten körperlich und psychisch an ihrer Grenze. Am Anfang kamen ja noch nette Worte von den Kunden und neben den Hamsterkäufen auch mal eine Schokolade. Aber mittlerweile ist der Umgangston sehr rau geworden, der Respekt ist sehr gesunken gegenüber den Mitarbeitern. Ich bin Andreas Weidner und arbeite im Kaufland Ludwigsburg in der Schwieberdinger Straße. Und bei uns natürlich im Lebensmitteleinzelhandel brummt's und bei uns im Markt natürlich auch, da brummt's richtig gewaltig. Umsätze sind da, die hatten wir noch nie vorher. Natürlich ist auch die Arbeitsbelastung entsprechend, nicht nur die ganze Ware verfügbar zu halten. Wir sind jetzt mittlerweile auch Bespaßer geworden und Schuhabtreter für die Kunden. Wir sind so ein bisschen das Ventil, das alles abbekommt und also was da an psychischen Belastungen dann noch dazu kommt zu den normalen, sage ich mal, körperlichen Dingen, das ist schon ungemein, das ist dann Wahnsinn. Und sagen wir so, wenn unser Dieter Schwarz so viel Umsatz und Geld verdient, jetzt auch in der Corona-Zeit, dann tut es ihm bestimmt auch nicht weh, wenn wir da auch ein bisschen was davon bekommen.